Meine Damen und Herren, nehmen Sie bitte Platz. Ich eröffne die Sitzung. Ich stelle die Beschlussfähigkeit fest. Zur Tagesordnung offene Punkte 7 bis 11, 13 bis 43, Ruhe 45 bis 55, 58 bis 60, 65, 67 bis 71 und 73. Wir tagen heute mit offenem Ende. Ein Arbeitsauftrag an die parlamentarischen Geschäftsführer bei einer Mittagspause von einer Stunde. Wir beginnen mit den Anträgen für die Aktuellen Stunden. Und bei der ersten Aktuellen Stunde haben wir uns vereinbart, 67 und 68 werden gemeinsam aufgerufen, Redezeit von 7,5 Minuten. Alle anderen Aktuellen Stunden wie üblich 5 Minuten. Mit dem Tagesordnungspunkt 70 wird die mündliche Frage Nummer 865 gemeinsam aufgerufen und beantwortet. Und nach Top 70 wird Top 37 Antrag zum Thema ohne Aussprache aufgerufen. Es fehlen heute entschuldigt die Frau Staatsministerin Lucia Buttrich, ganztägig, die Frau Abg. Brigitte Hofmeier ist erkrankt, der Abg. Marius Weiß ist erkrankt. Ausschusssitzungen heute Nachmittag, unmittelbar nach Wiedereintritt in die Tagesordnung des Plenums. Voraussichtlich 14 Uhr tritt der Untersuchungsausschuss 19-2. 14 Uhr, 19-2 in Sitzungsraum 115 S zusammen nach Wiedereintritt in die Tagesordnung. Und der Innenausschuss kommt heute Abend im Anschluss an die Plenarsitzung im Sitzungsraum 501 A zusammen. Das waren die amtlichen Mitteilungen. Sowohl der Innenminister wie auch Kollegen der SPD-Fraktion haben mich gefragt, ob ich irgendetwas zum Fußball heute sagen möchte. Wir sind ja hier in Hessen. Wir haben uns noch nie mit anderen Bundesländern befasst. Wenn der deutsche Meister einmal unglücklich und knapp und ungerechtfertigt verliert, dann nehmen wir das halt auch so hin. Also bitte bleiben Sie sachlich, meine Damen und Herren. Mehr ist dazu heute nicht zu sagen. Hat es genügt für euch hier vorne? Ja, ja.